Moin Leute, willkommen zurück nach einer kleinen Kaffeepinkelpause oder wie auch immer. Nach zu viel Sitzerei muss man halt eben mal. Passt ja auch definitiv. Ja, wieder dabei, GamesPlanet LP und Absoidus. Hallo. Guten Tag. Wollte ich gerade schon sagen. Na, ich sehe Kleiner. nicht. Ja, dann ist gut. Wollen wir Bitte, auch ich nicht bin hoffen. abwesend. Er ist gerade bei seiner Pause. Genau, das ist definitiv so. Nein, wir machen heute das Rennen von Bruno. Und ja, währenddessen reden wir über noch weitere Spielethemen und so. Und ja. So, was ich ja letzte Folge aufgreifen wollte, war ja im Prinzip GTR 3. Nein, nicht GTA, sondern GTR 3. Heißt der Nachfolger hiervon. Ist ja in dem Sinn auch in Entwicklung. Ich bin auch gespannt, wie sie es machen wollen. Weil Simbim, wenn man sich das mal anguckt, hier mit DTM Racing, Quatsch, DTM Experience und Race Room Racing, hoffe ich nicht, dass die das wirklich dann in GTA 3 dann auch zur Arbeit ausarten lassen. Weil, wenn ich mir so angucke, was sie mit DTM Experience machen, es gibt keine Boxenstopps zum jetzigen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das Spiel selbst ist, glaube ich, jetzt schon raus. Heißt, ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, ob das Spiel halt eben jetzt in vollendeter Form Boxenstopps und alles hat. Wir haben immer noch 2013 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ja, wie gesagt, also ich bin da echt gespannt. Ich glaube, ihr beide seid sowieso nicht so die Typen für dieses Spiel, oder? Nein, nicht unbedingt. Ich habe GTR damals 1 und 2 und auch GT Legends verpeilt, weil ich andere Rennspiele noch gespielt habe. Ich Wollte habe eigentlich das Spiel, ich habe. irgendwann mal spielen, aber das ist dann alles irgendwie verrutscht wegen Let's Play und so. Ich habe GTA 2, aber das ist noch jungfräulich. Zweideutig FDW. Ja, er war noch nicht drin im Spiel. Genau so sieht's aus. Nee, ich muss sagen, so an sich GTA ist eigentlich eine richtig geile Simulation. Also da kann man echt richtig viel rausschöpfen und Simbim macht echt richtig geile Spiele. Ohne Frage. Aber was die jetzt angestellt haben mit Race Room Racing Experience und halt eben DTM Experience, muss ich sagen, weiß ich nicht. Also ich bin da echt unschlüssig. Aber lass uns einfach überraschen, ob dieses Jahr überhaupt ein Trailer dazu rauskommt oder eine Vorstellung des Spiels. Weil die haben ja bisher zwar einen Trailer veröffentlicht mit ein paar Bildern, aber offiziellen Trailer bis jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dieser Aufnahme noch gar nicht. Ja. Es ist Deswegen. sowieso die Frage, ob die Spiele, die jetzt so rauskommen, überhaupt Erwartungen halten können. Das ist meines Erachtens mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden. Ja. Weil die eine Leider, leider. Fanbase, ja, leider, weil die eine Fanbase will mehr Grafik, die andere will mehr richtige Fahrphysik haben und. Es ist, ich denke, ich kann in gewisser Weise auch die Entwickler verstehen, weil sie halt eben es schwierig haben, wirklich allen Leuten die Wünsche zu erfüllen, die Erwartungen. Ja. Natürlich, nur wenn ich dann so ein Spiel anschaue und sage, okay, GTA 3 oder egal, nehme ich jetzt mal. Das ist ein Rennspiel. Was macht ein Rennspiel aus? Die Autorennen. Okay, dann verstehe ich aber die Fanbase nicht, die sagt, sie wollen bessere Grafik, weil bei einem Rennspiel will ich Rennen fahren. Ob das jetzt 8-Bit-Klötze sind oder hochauflösende 100.000 Polygon-Modelle, keine Ahnung, also juckt mich weniger. Ja, weil man will ja auch in dem Spiel einfach nur sein Rennen fahren, den Spaß haben und dieses Adrenalingefühl haben, halt eben, dass du Speed hast und dein Rennen gewinnst. Eine Erfolgschance, weil es ist ja eine Rennsimulation. Es ist eine Exakt, Simulation. und ich spiele zum Beispiel heute noch wesentlich lieber Super Mario Kart und Super Nintendo, als ich Flat Out 3 spiele. Ja, wobei Flatout ist auch wieder seine eigene Geschichte, ne? Blätter 3 ist kaputt bis zum geht nicht mehr. Ja, und wo wir ja sowieso schon bei Rennspielen sind, in dem Sinne, du wolltest ja Dirt ansprechen.
Weil es ein tolles Beispiel ist, wie man Serien gegen die Wand fahren kann. Sorry. Ja, nee, ist einfach so. Wegen Rennspiel und an die Wand fahren und so, Wortspiel. Ja. Okay, ja. Ja, ich hör's drauf. Sorry. Es ist halt so, es war jetzt so, dass Dirt 1, 2, 3 und Showdown relativ schnell hintereinander rauskamen. Und seit Showdown ist es halt still, weil sie es einfach nicht mehr verkauft hat. Aber anstelle, dass sie sagen, okay, sie gehen quasi back to the roots und machen Dirt 4, was ja auf Dirt 3 ruhig passieren kann mit Shubenkana und Rallycross, die waren ja alle richtig gute Rennmodi dann drinnen auch. Auch wenn ich Rallycross bis heute nicht leiden kann. Also in Dirt 3 hat es mich weniger gestört als in Dirt 2. Ich mochte es eigentlich in Dirt 2, weil Dirt 2 habe ich selber auch gespielt, da habe ich auch jetzt letztes Jahr, also jetzt vor ein paar Wochen, wenn wir jetzt nun mal jetzt davon ausgehen, dass das jetzt halt eben noch dieses Jahr ist, 2013, ich habe es mir letzte Woche, gestern habe ich es mir ausgeliehen gehabt und aus der Videothek, ja, hat nicht funktioniert, weder von CD noch sonst was. Okay. Fand ich schade, weil ich finde, Dirt 2 ist so ein Spiel, es hat immer wieder diesen Wiederspielwert, weil es einfach Spaß macht, diese Herausforderung. Ja, und das hat Dirt 3 auch. Dirt 3 hat so von Schwierigkeitsgrad her ein bisschen nachgelassen, aber du hattest da wahnsinnig viele Rennmodi. Und was mich an Dirt 3 dann ein bisschen gestört hat, war, dass du wahnsinnig viele Fahrzeuge nur per Kauf-DLC runterladen konntest. Also du musstest nochmal 4-5 Euro blechen für ein paar Autos, immer wieder. Es ist allgemein nur noch eine, eine DLC-Industrie geworden. Ich meine, ich gehe in den Laden rein, kaufe ein Spiel und da muss ich nochmal kaufen, damit ich das komplette Spiel habe. Ja, das finde ich auch kacke. Ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel so, nehmen wir jetzt einfach, da wir sowieso gerade bei Rennspielen sind, wenn es jetzt so ein dickes Auto-Carpack ist oder so als DLC und so, was jetzt zwar, sag ich jetzt mal, nehmen wir mal an, da sind so 20 Autos drin, teilweise auch richtig gute. Und es kostet meinetwegen 5 Euro. Und das Spiel ist von Grund auf, also vom Grundprinzip ist das Spiel selbst, das Hauptspiel, richtig gut. Dann würde ich sagen, dann lohnt sich das Geld dafür auszugeben. Aber nicht, wenn ein Spiel wirklich total beschissen ist und du gibst da 10.000 DLCs, nur damit du mehr Autos hast und alles. Was mich persönlich bei der ganzen DLC-Aktion stört, wenn ich in der Pizzeria eine Pizza bestelle, gehe ich auch nicht rein, nehme die Pizza mit und komme dann drauf, gut, die Pizza schaut jetzt so gut aus, ist aber nicht das, was ich mir erwartet habe, und jetzt gehe ich da rein und sage, okay, ich will die Salami haben, ich will die den Extra-Käse haben, ich will die oder die Soße noch drauf haben, oder keine Ahnung. Wenn ich mir eine Pizza bestelle, dann mache ich so, ich habe entweder die Pizzakarte, wo ich sehe, okay, da ist das und das und das drauf, und dann nehme ich was mir gefällt, so, oder was mir schmeckt. So. Wenn ich jetzt ein Spiel kaufe, dann kaufe ich ein Spiel, weil mir das Spiel Spaß machen soll, oder weil ich eben dieses Spielprinzip mag oder so. Dass das dann mit so Bonus-Dingen, die man nicht zwangsläufig braucht, ausgeschlachtet wird. Oder wie es andere Spiele machen, dass man eben Sachen, pay to win, dass man Sachen kaufen muss, um überhaupt weiterzukommen oder um überhaupt was zu reißen. Da hört es dann irgendwo auf. Ja, aber und, du musst ja nicht kaufen. Ja, jetzt also, pass mal auf, in Dirt 3 ist es so, du hast natürlich auch einen immensen Multiplayer-Faktor. Und jetzt rate mal, welche Autos da rumfahren. Na genau, die aus den DLCs, weil die entweder wesentlich stärker sind oder... Es gab zum Beispiel eine Spezialedition von irgendeinem Wagen, der war dann auf den Schneestrecken besonders gut, weil in Dirt 3 gab es ja auch Schnee. Okay. Es gab eigene Gymkhana-Modelle, wo du dann mit den normalen Wagen natürlich total abgekackt hast, weil du einfach Distanz mit denen nicht so nachfahren konntest. Mit den normalen. Und das frisst dann irgendwie den Spaß weg. Und das ist genauso, wie wenn ich mir eine Pizza bestelle, aber für den vollen Preis nur den Pizzateig krieg und man dann ja alles extra dazu kaufen muss. Ja gut, wenn es kosmetische Sachen sind, dann klar, egal, aber ja, wenn das wirklich zum Spiel, wenn du das haben musst, damit du überhaupt richtig spielen kannst, wie zum Beispiel bei einem SimCity 5, dann ist scheiße.
Ja gut, wenn du die DLCs bei SimCity 5 nicht kaufst, kannst du ja nicht mit dem Server verbinden und nicht mal richtig spielen. Ja, das meine ich. Aber ja, aber es gibt ja auch Spiele, die du musstest doch kaufen. Wenn die anderen das kaufen, so, dann hast du ja gar keine Chance mehr, gegen die zu spielen. Genau, wie so ist es zum Beispiel bei Dirt 3 war. Ja. Solange das nicht passiert, finde ich, sind die DLCs auch in Ordnung. Ja, aber sie müssen dann aber auch zu einem angemessenen Preis sein. Ja. Und nicht total überteuert, weil wenn man sich so mal teilweise den DLC-Markt anguckt, sind teilweise manche DLCs richtig überteuert. Mhm. Manche und total sind sogar teurer als das Hauptspiel. Ja, also, richtig. Wenn ich mal drüber nachdenke, zum Beispiel bei Dead Space 3, da hat der DLC, kostet standardmäßig 10 Euro, glaube ich, und du hast 2 bis 3 Stunden Spiel. Das Hauptspiel kostet ja mittlerweile nicht mal mehr 20 Euro. Und du hast weit mehr als 20 Stunden. Da sehe ich irgendwo die Relation nicht. Ja, das ist immer so eine Sache, der DLC-Markt und alles. Deswegen, also ich finde, das ist... Da bin ich relativ kritisch gegenüber eingestellt. Aber ich wollte eigentlich auf ganz was anderes raus, weil... weil eben wie gesagt Dirt 1 bis 3 und dann Showdown kamen relativ knapp hintereinander und Showdown hat sich halt nicht verkauft, weil es kein Rennspiel war, sondern eine Arcade-Raserei und Fetzerei. Es ging nur noch um Stunts, nur noch um fettes Aussehen, nichts mehr mit Fahrskills oder so, es war schon mehr Arcade-lastig als Rennlastig. Ich meine, das hat sich von Dirt 1 bis 3 auch schon leicht in die Richtung hin entwickelt, aber da war es halt noch im Rahmen. Da musstest du dich nur konzentrieren, wenn du gute Zeiten fahren wolltest. Ja. Bei den Showdown war es halt wirklich so, drück halt aufs Gas und lass erst wieder los, wenn du im Ziel bist. Und das war irgendwie... Ich habe nur eine Demo-Version davon gespielt und da habe ich so Ding gehabt, dass ich gesagt habe, okay, das Hauptspiel hole ich mir nicht. Und was mal wieder zeigt, dass Demos eigentlich total negativ sind. Nicht zwangsläufig. Nein, doch, nicht unbedingt. Viele Demos statistisch gespielt, doch, statistisch sind die sehr, sehr negativ, die Demos. Ich habe wahnsinnig viele Demos gespielt, wo ich dann hinten nachgesagt habe, okay, ich hole mal das Hauptspiel. Kerbal Space Program zum Beispiel ist ein aktuelles Spiel. Ziemlich aktuell. Habe ich die Demo gespielt, weil es mir empfohlen wurde, dass ich mir das Spiel mal anschaue. Habe die Demo bei Steam runtergeladen, sie ist ja kostenlos, alles drum und dran. Habe das ein paar Tage angespielt und habe dann gesagt, okay, das Spiel schaut gut aus, hole ich mir. Ja, statistisch gesehen verleiten Demos eher dazu, das Spiel nicht zu kaufen. Hat irgendeine tolle Firma statistikmäßig erfasst. Das war wahrscheinlich irgendeine Firma, die nicht haben wollte, dass Spieleentwickler Demos rausbringen, die kostenlos zu haben sind. Nö, das war auch eine etwas angesehenere Firma, also. Ja, aber wahrscheinlich im Spielesektor tätig. Die man auch schon kennt. Weil, wenn ich überlege, meistens ist es wirklich so, dass mich Demos dazu verleitet haben, das Spiel zu kaufen. Ja, natürlich, also, Einzelfälle gibt es immer, aber so den großen auf ganzen... auf die Masse betrachtet ist es dann doch eher nicht so schön. Also wenn ich jetzt noch ein paar Beispiele hatte, zum Beispiel das erste Trackmania, also das Ur-Trackmania, das damals rauskam. Da habe ich auf einer Heft-DVD die Demo gesehen, habe das angespielt, weil da war es ja noch nicht so mit dem Internet. Habt ihr die Demo gesehen, habt das angespielt, habt gewusst, okay, wenn das Spiel rauskommt, hole ich es mir. Oder Painkiller. War auch so ein Spiel, okay, da spielst du Demo, das ist geil, das holst du dir. Ich hab wesentlich mehr Spiele, wo ich die Demo gespielt habe, wo ich sage, okay, das hole ich mir. Okay, ich spiele auch, also ich persönlich spiele fast nie Demos. Ich schon. Je nachdem, welches Spiel, ne? Wenn ich zum Beispiel was empfohlen bekomme oder so, wo es dann heißt, okay, probier das mal aus, dann und es gibt eine Demo, dann schaue ich mir die an. Oder wenn jetzt zum Beispiel, wie es bei wie es überhaupt war, als ich zum Docken überhaupt hinkam am PC, weil ich ja ursprünglich nur Nintendo gespielt habe, dass ich dann eben Demo-Versionen von verschiedenen Spielen auf Heft-DVDs oder so oder Heft-CDs damals noch gefunden habe, dann habe ich die ausprobiert. Ja. Damals gab es sowas ja noch. Ja, und ich bin auch zum Battlefield 1942 zocken durch die Demo zu Secret Weapons of World War II gekommen. Okay. Das ist heute im Nachhinein betrachtet eines der Spiele, die meine Jugendzeit stark geprägt haben. Oh ja. Können wir aber auch gleich darüber uns unterhalten, Spiele, die unsere Jugend geprägt haben. Ist eigentlich auch ein ziemlich gutes Thema.
Auf jeden Fall ist dieser Part jetzt beendet. Wir sind auch jetzt bei dem letzten der drei Rennen sozusagen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder mit dem Thema Spiele, die unsere Jugend geprägt haben. Ihr könnt eure Meinung, wie gesagt, wieder unten in die Kommentare reinfassen, was Spiele wie Dirt, GTR oder alles anbelangt. Könnt ja sagen, wie ihr das Ganze findet, auch speziell DLC-technisch. Und passt auf, der NSA liest mit. Genau. Ja, habt ihr noch was dazu zu sagen? Das nennt man indirekte Marktforschung. Okay. So, nein, auf jeden Fall, wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss.